Hallihallöchen und willkommen zu einem neuen Part mit unserem Haushalt Friendship. In dem Fall mit Chuck im Urlaub in Frankreich. Wir sind hier noch in einer Gruft. Chuck hat eine Nacht jetzt im Zelt verbracht. Er hat einen Happen sich gegönnt, ist in Ordnung. Und hier haben wir noch was zum Untersuchen. Ich weiß nicht, ob sich dann hier eventuell eine Wand öffnet oder so. Das kann ich nicht sagen. Wir werden sehen, was er jetzt findet, außer einer Handvoll Kakerlaken. Wahrscheinlich wird er jetzt gleich Angst haben und ist zu nichts mehr fähig. So, Chuck hat einen Schatz, qualitativ minderwertig getrocknete Lebensmittel gefunden. Okay, gut oder auch nicht. Wir haben auf jeden Fall hier noch diesen Schlüsselstein, den wir hier noch einfügen können. Das machen wir auch. Müssen wir mal wieder hier durch das ganze Ding laufen. Und das hier haben wir auch noch nicht untersucht, ne? Dann machen wir erst das, würde ich sagen. Schauen wir erstmal in dieses Loch hinein. Falls Chuck sich das noch traut. Ich weiß es nicht. Aber falls nicht, ist es auch nicht weit bis zu der Tür dort. Aber er traut sich doch. Und hier müssen wir uns auch noch draufstehen. Das haben wir auch noch nicht getan. Okay, wieder ein paar Münzen. Schöne Sache. Und dann legen wir jetzt einfach den Stein hier ein und schauen mal, was sich hinter dieser Tür hier verbirgt. Und soweit so gut erstmal. Ich bin ganz froh, dass es hier keinen Geist oder sowas gibt. So, Chuck, rein damit. Sehr schön. Dann durch da, ab durch die Tür, ab durch die Hecke, wie auch immer. Oh, eine große Truhe, die öffnen wir natürlich sofort. Wir wollen ja wissen, was da drin ist. Schatztruhe enthalten nicht nur Reichtümer. Möchtest du gern mehr darüber erfahren? Nur jetzt im Moment nicht. Teil des gewöhnlichen Sarkophags und zwei Frankreich-Relikte, die wie viel wert sind? 62 und 46. Ja, nehmen wir natürlich alles, ne? Ist klar. Einem geschenkten Gaul guckt man nicht ins Maul. Und dann stellen wir uns hier natürlich noch drauf, gucken, was hier passiert. Also hier gibt es wirklich viele versteckte Schalter und Möglichkeiten, überhaupt irgendwas zu machen. Durch diese Tür müssen wir auch noch. Also holla die Waldfee. Da braucht man wirklich schon mal eine ganze Weile in solch einer Gruft. Wir haben auch schon echt viel gefunden jetzt, ne? Also viele Münzen vor allen Dingen. Wo sind denn die alle? Drei solcher Geldtaschen. Achso, und sonst sieht man die Münzen gar nicht, oder wie? Ich habe keine Ahnung. So oft bin ich nicht im Urlaub. So. In 12 Stunden geht es wieder nach Hause. Schade. Ah, hier ist noch eine versteckte Tür. Und wir müssen hier wieder ein bisschen was entfernen. Da drunter befindet sich eine Schatztruhe. Das sehe ich jetzt schon. Also los, Chuck. Ran da. Mach dich ans Werk. Ich frage mich immer, wo der sein Ach Gott, seine Spitzhacke herholt, weil eigentlich haben wir die gar nicht im Inventar. Aber ist auch okay. Birnenschliff-Opal, 742 wert. Wow, das ist Wahnsinn. Ich weiß gar nicht, ob man die Sachen hier auch in diesen An- und Verkauf da bringen kann. Und dafür dann vielleicht ein bisschen mehr Geld bekommt, das kann ich nicht sagen. Das weiß ich nicht. Könnte man ausprobieren. Aber vielleicht behalten wir das auch einfach so als kleinen Notgroschen oder so. Mal schauen, wie wir das machen. Ja, Schacke, komm, streng dich an. Du machst das ganz toll. Wirklich prima. Komm schon, Chuck. Also es ist ja jetzt echt ein großer Haufen. Man merkt es schon, er braucht ewig. Aber im Prinzip kriegt man die Tür schon auf. Oder? Ja, los, mach sie auf. Oh, die ist aber echt voll geladen. Frankreich-Relikte. Okay. Ja, nehmen wir auf jeden Fall alles mit. Oh, und meine Nase kribbelt schon wieder so. Oh, Mann, ey. Kein Part hier gibt es ohne kribbelnde Nase. Und jetzt werden wir endlich durch diese Tür hier gehen. Oh, was haben wir jetzt geschafft? Chuck Medina wird nie
die Euphorie beim Leeren jeder Schatztruhe und der Entdeckung aller Räume in der Gruft vergessen. Okay. Also sind wir hier jetzt wohl fertig. Soweit. Aber hier gibt es noch ein bisschen was zu sammeln und zu erkunden und zu untersuchen. Und noch mehr zu sammeln und noch mehr zu sammeln. Und ja, so muss es sein. Hier haben wir noch irgendwas. Ein Siebler. 2 von 5 dieser Teile haben wir jetzt gefunden. Ein Baseball, wirklich. Maynard und Gotthard gibt Geld aus, damit jemand einen Baseball zurückbringt. Na gut, dann sollte man ihn wohl zurückbringen. Da wird wahrscheinlich ein Autogramm oder sowas drauf sein auf diesem Baseball. Ansonsten wäre er vermutlich nicht so wichtig. Und hier haben wir dann auch nochmal eine Tür. Und hier ist noch eine Tür. Und oh mein Gott. Hallo? Was ist hier los? Gibt es hier noch irgendetwas? Ja, noch eine Schatztruhe. Die öffnen wir natürlich auch noch. Dies hier kann man alles nicht untersuchen. Das sind alles nur Grabsteine. Hier liegt noch, steht noch ein schöner Nektar. Wow. Dann können wir hier diese Tür auch noch öffnen. Aber das hier nehmen wir jetzt erstmal alles raus. So. So viel Schätze in nur einer Gruft. Ich bin echt baff. Oh, hier können wir auch noch. Hier ist noch eine Tür. Die können wir auch noch untersuchen. Mensch, Mensch, Mensch. Da verpassen wir ja unseren Flieger, wenn es hier so weitergeht. Hier geht's nach oben. Ja, okay, er hat auf jeden Fall erstmal aufgemacht. Jetzt schauen wir erstmal hier nochmal rein, wo es hier noch lang geht. So viele versteckte Räume hier und Möglichkeiten, überhaupt irgendwas zu finden, zu öffnen. Und das ist Wahnsinn. Komm schon, mach sie auf. Beeil dich, wir müssen auch noch den Baseball da zurückbringen. Und ja, müssen noch nach Hause. Mach hin! Ja, ja, ich weiß ja, ich meckere zu viel, wie immer. So, dann... Was ist das? Los, einfach Beute nehmen, wie immer. So, das war's hier in diesem Raum. Okay, dann huschen wir hier wieder rüber. Hier liegen auf jeden Fall noch viele, viele Münzen. Das ist nur zum Betrachten hier. Ich gucke meistens von dieser Draufsicht, weil man da auch immer Schalter oder einiges andere Sachen, also einige andere Sachen entdeckt. Oh, mein Deutsch ist schon wieder herrlich. Aber ist okay, wir gehen mal die Treppe hier hoch. Wo führt uns diese bitte hin? Ach, noch so ein versteckter Raum hier. Mein Gott. Und noch mehr Münzen, die wir sammeln können. Und dann sind wir auch schon wieder hier, so wie es aussieht. Am Eingang, ja, sind wir. Wenn wir uns hier draufstellen, kommen wir nämlich raus. Würde ich jetzt einfach mal annehmen, dass das so ist. Ja, super. Also, ich glaube, unsere erste Gruft haben wir vollständig erkundigt. Das ist super. Freue ich mich riesig drüber, dass wir das geschafft haben. Dass das so geklappt hat. Und ja. Ach, hier müssen wir hoch, genau. Dann wollen wir doch jetzt den Baseball auch abgeben. Das wäre hier geschafft. Das ist sehr schön. Hast du gut gemacht, Chuck. Ich hätte immer gedacht, du bist ein kleines Weichei, aber das scheint gar nicht so zu sein. Das freut mich sehr. Ich wollte eigentlich mit dir auch vorher gar nicht solche Sachen hier machen, sondern eher mit der Casey. Aber du hast es wirklich gut gemeistert und ich bin sehr stolz auf dich. Aber was das hier nun doch zu bedeuten hat, ne, das ist wirklich fragwürdig. Ich gucke gerade, ob es hier noch irgendwas zu sammeln gibt, aber hier ist echt nichts mehr. Würde jetzt eh nichts mehr bringen, wir sind schon auf dem Weg zurück, um den Baseball abzuliefern. Und dann müssen wir leider auch schon fast nach Hause. Ich will versuchen, noch ganz schnell Bücher zu finden, dass ich hier irgendwo noch Bücher kaufen kann mit Krebsrezepten und, und. Müssen wir mal gucken, was wir da noch, ja, halt finden. So ein paar Souvenirs mitbringen wir ja schon noch ganz schön. Hier ist ja auch noch irgendein Laden, ein Relikte-Laden. Aber ob es hier nun auch Bücher gibt, weiß ich nicht. Buchhandlung. Ja, vielleicht sollten wir da einfach mal vorbeischauen.
bevor der Urlaub vorbei ist. Ah, Monsieur, du hast mir meine wertvolle Baseball zurückgebracht. Ich bin dir zutiefst im Dank verpflichtet. Weißt du, er bringt mir Glück. Ich würde mich niemals an einen Ort wie diese Ruinen trauen, wenn ich nicht die Baseball dabei hätte. Deswegen musste ich dich bezahlen, damit du es tust. Wo wir gerade von Bezahlung sprechen, hier hast du ein paar antike Münzen. Die liegen in vielen Grüften, die man erkundet einfach so rum. Einige Händler, Emin, Livebrief zum Beispiel, akzeptieren nur diese Währung. Damit kann man die interessantesten Gegenstände kaufen. Und nun wünsche ich dir einen angenehmen Restaufenthalt in Champions Les Sims. Okay, wir haben 80 Münzen erhalten. Aber jetzt schauen wir mal schnell noch zum Schatz. Damit wir hier... Wir öffnen mal kurz das Regal. Ach, das geht nicht. Schade. Ja, dann kaufen wir jetzt einfach mal was. Leg das Buch da einfach hin. Dann können wir es auch einstecken, wenn es liegen lässt. Leg's da hin. Leg's da hin. Sehr schön. Welches Buch ist das? Traumschatten. Nein, wir können es nicht einstecken. Schade. Aber im Laden zu kommen wäre echt armselig. Ne? Ah, und er wünscht sich unbedingt, seine Reitfähigkeit zu verbessern. So wie alles andere. Kochen, Malerei und, und. So, Rezepte. Käseplatte. Ja, nehmen wir mit. Bulla Baise oder sowas. Krebs. Froschschenkel. Was haben wir hier noch? Französische Delikatessen. Frösche, Schnecken und Krebse fangen. Aha. L'amour de Nektar. Kleine Einführung. Achso, in die Nektarherstellung. Ja, nehmen wir mal mit. So, gibt's hier noch was Schönes? Nö, ich glaube nicht. Ja, das sind hier ganz normale Bücher halt. Gut, dann kaufen wir diese jetzt mal. Und dann... Was haben wir denn hier? Was ist hier hinter? Ein kleines Klo. Ah ja, okay. Und was ist hier oben? Okay, sieht aus wie ein Wohnzimmer oder sowas. Keine Ahnung. Ja, auf jeden Fall war es das dann scheinbar für... unseren Urlaub erstmal gewesen. Können wir noch irgendwo was kaufen? Ich weiß nicht. Was haben wir hier? Besonderheitenhandel. Zu der können wir ja mal noch schnell. Vielleicht schaffen wir das noch. Ich weiß nicht genau, wann es jetzt hier nach Hause geht. Ob 0 Uhr oder 20 Uhr oder ich weiß es nicht. Hey, Tante, was hast du zu verkaufen? Zaba? Skurria? Slago? Amy Livipfr, keine Ahnung. Hast du etwa Angst? Dann nimm doch mal einen Schluck hiervon. Also was? Münzenpreis? Visum-Level? Achso, dafür muss mein Visum-Level erst noch. Okay. Aber wir haben 827 von diesen antiken Münzen. Okay, gut zu wissen. So, wo können wir denn noch hingehen? Relikte. Geh mal dahin. Ich weiß jetzt nicht, welcher Laden genau das ist. Kramerladen. Und das ist die Buchhandlung. Siege in 3 Schachspielen, um etwas Geld zu verdienen und das Schachturnier zu gewinnen. Ja, versuchen wir mal. Sind wir denn gut in Logik? Ich weiß es gar nicht. Wir haben Logik nicht mal. Ach, warte mal, Schachmann. Nicht gleich wieder abhauen hier. Hä? Hier waren wir noch überhaupt nicht gewesen. Los, wir gucken mal, was wir hier kaufen können. Vielleicht gibt es hier was Schönes, ein Andenken, was wir Chuck und Casey und Chris vielleicht mitbringen können. Müssen wir mal gucken, was wir hier finden. Nicht immer abhauen. Der sieht aber auch schnucklig aus, ne? Der Gerhard oder Gerhard. Wie auch immer. Fossile, Tomatenfossil, zerbrochene Schüssel, eine Vase. Na gut, so schöne Sachen hat er jetzt doch nicht, will ich mal meinen. Lassen wir das. Also können wir ja mal freundschaftlich begrüßen, damit wir ihn wenigstens kennengelernt haben. Dann kann man ja ihm mal schreiben oder ja, anrufen oder so, ne? Und dann, ja, würde ich auch sagen, wollen wir noch schnell zu diesem Nektarium? Schaffen wir das noch? Wo waren das? Hier hinten. Komm, da gehen wir noch schnell hin.
Da wollen wir doch schnell hinhuschen, mal gucken, was es da noch gibt, was man da machen kann oder auch nicht machen kann. Wir haben ja ein Auto, sind also auch schnell unterwegs. Wir haben das einfach mal Chuck und Chris abgenommen, das Auto. Die müssen zusehen, was sie machen, wo sie bleiben. So, was gibt's denn hier? Kann man hier auch was kaufen oder so? Ja, hier steht irgendwie jemand. Ja, hier gibt's wirklich was zu kaufen, da mal schnell ran, da bevor wir echt nach Hause müssen. Und hier gibt's so viel Nektar, hier kann man bestimmt Nektar kaufen. Zeig mal her. Wir haben noch 1034 Simoleons mit. Nein, jetzt quatscht nicht so viel, ich will jetzt was kaufen. So, ja, haufenweise Nektar. Gibt's noch irgendwas anderes hier? Nö, scheinbar nicht. Ja, gut, Nektarregal. Oh, was ist das? L'amour de Fruit. Ach, eine Nektarpresse ist ja auch cool. Aber die ist mir jetzt ein bisschen zu teuer. Können wir uns auch gerade gar nicht leisten. Ja, ich würde dann sagen, gibt's hier irgendwas zu ernten? Kann man hier was ernten? Oh ja, wir können ernten. Los, mach schnell. Mach ich schnell. Was ist das denn hier? Weintraum. Lecker. Ja komm, ernte so viel du schaffst noch, bevor wir nach Hause müssen. Huschi puschi, hoppi galoppi. Ja, in einer Stunde ist der Urlaub zu Ende. Schade eigentlich, aber so ist das nun mal. Jeder Urlaub hat irgendwann ein Ende und ja, wir müssen dann jetzt auch nach Hause. Der Ausflug ist beendet, dieses Abenteuer ist zu Ende, aber in Frankreich warten noch viele mehr. Kehre nach Hause zurück, ruhe dich ein wenig aus, berichte von deinen Erlebnissen und begib dich dann nach Frankreich, um weitere Abenteuer zu bestreiten. Ja, ihr Lieben, das war's dann leider auch mit unserem Urlaub. Aber ich freue mich auch schon wieder riesig auf Chris und Casey. Ich hoffe, ihr hattet viel Spaß beim Zuschauen, denn leider war es das auch schon wieder für diesen Part. Ich würde sagen, wir sehen uns dann im nächsten Part zu Hause wieder. Und ja, bis dahin sage ich tschüss.